Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch doch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Deus Ex Human Revolution. Hier sind immer die hübschen Prostituierten und hier ist das Honghua Hotel. Wang Bing Bong. Und hier können wir uns wohl ein wenig umschauen und anscheinend haben die Asiaten ganz eigene Designs für Mülltonnen. Ja, wunderschön. Und Fahrräder. Ja. Oh, don't tell me I left my purse in there with May. By May? Hey, mister, you think you could go in there and pretend to be a customer? It might break up the fight. Okay. Klar, warum nicht? I told you, I am not getting augment. Not for this! Our customers would pay much for the services of an augmented girl. You can make a lot of money. Then tell customers to get themselves augmented and they can go fuck themselves! I'm sure some already have. May, look. No! End of talking! It's too... May, you have a customer. Get to work. Okay, so ich den Streit zumindest schon mal beendet. Gott sei Dank. My apologies, sir. I was not aware May had a client waiting. Ja, dann... Hau ab. Rede ich mal mit dieser... ganz süßen Prostituierten mal selber. You're not a customer, are you? What makes you say that? The way you move. Your attitude. And what's my attitude? Police. Or soldier. Someone on business. So why are you here? I heard your argument. What was that all about? They want me to get augmentations. For the customer's pleasure. It's sick. I quit before I ever let them touch me. Sounded like they don't consider it an option. They don't. I am lucky, I guess. I've been here the longest. It has advantages. But the new girls, they're not so lucky. What do you mean? They are forced to get augments. It's very bad. One of the girls who work here, Ning, she has been gone for days. I fear they took her and will force her to get augmented. You seem like a good man. I am desperate. Please, can you help? I can pay you. Ja, klar, kein Problem. Das ist ja echt grausam. Also, ich habe zwar selber Augmentierung, aber es geht doch nicht klar, dass hier Mädchen sich augmentieren lassen müssen, damit irgendwelche Freier ihre noch perverseren Gedanken ausleben können. Nee, nee. Da brauche ich erstmal ein paar Details. Warum wurde Ning entführt? Woher denkst du das? Bloß weil sie ein paar Tage weg war? Why do you think Ning has been kidnapped? Before. We could always refuse augmentations. But more and more girls got them, and it brings more money. Now they force us to do it. They won't even hire purebreeds like me anymore, because they're not as popular. Is Ning one of the purebreeds? Yes. Oh, well, I hope she still is. They started pushing for her to get augments. She say no even when it gets violent. Now I fear they lose patience and will force the operation. Ning's not the first, and she won't be the last. Wer will denn eine augmentierte Nutte? Ich bitte euch. Willst du zwischen Metallbeinen eingeklemmt sein oder was? Nee, danke. You keep referring to them. Who are they? The Honghua Hotel used to be independent. In the past, we had a deal with local police for protection. And because we ran a clean and safe business, they looked the other way. But then, things changed. What happened? Bell Tower become the police in Lower Hansa, and they not care to help us. So, a drug lord came in with all his men and took control. Things has never been the same, and we cannot do anything about it. There's Bell Tower. War das nicht so ein Security-Unternehmen, die Sicherheitsleute stellt? So. Die sind also auch nicht ganz koscher, merke ich mir. Isn't this a job for the police? The police leave Lower Hansa to Bell Tower. And Bell Tower not care what happens if criminal paid them money? They don't care about my friend or any of the other girls forced into the sex trade. Bell Tower sollte ich mir also auf jeden Fall merken. Noch ein paar Details. Was genau soll ich machen? What do you need me to do? I heard... The girls are drugged and taken to a place somewhere in Dagong District. There, they're held until the doctor comes.
I wish you to find this place, to find where they're holding Ning. I hope it's not too late. Und dann soll ich sie wohl befreien, ne? Und was kriege ich dafür? You said you can pay. How much are we talking here? If you free Ning, I will pay good. 1000 credit. More, if you're willing to help again. Okay, okay, reicht schon, reicht schon. Klar, nehme ich das an. Das ist eine gute Sache. Okay, I'll help your friend. Thank you. I knew I was right about you. Mr. Jensen. Mr. Jensen, I fear this little time. You must find Ning before they leash her with augments. Leash her? Yes, they call it that. They leash their girls with augments to keep them under control by supplying neuroposine. I do not know where they keep Ning, just that it is somewhere in Dagong district. A specific location would help. I tell you, I do not have one. But there is a bouncer here, Chuan Li. He works with these people. He will know where Ning is. He goes to the roof to smoke often. Look for him there. You might be able to convince him to reveal the place. Alles klar. Und sonst noch irgendwas? Anything else you can give me? Yes. The men holding Ning. They most likely work with local triad gang here, the harvesters. If you look for some of them around, maybe you find Ning better. Got it. Alles klar, super. Ich habe ein paar Infos und... Echt nicht schön, was hier so getrieben wird. Oh, was liegt denn hier? Credit Chips, die sollte man nicht einfach hier so rumliegen lassen, feine Dame. Oh, hier hinten kann ich ja auch rein. Witzig. Cool. Vielleicht kommt man hier sonst gar nicht rein. Hier ist so ein bisschen Radio am Laufen. Was haben wir hier? Wasserhahn, ein paar Düfte. Tja, und das war's auch schon. Nicht sonderlich interessant. Ever since Ning went missing, May has been on the warpath. Ja, kann man auch nachvollziehen, oder? Ich hätte auch Schiss an ihrer Stelle. Okay, was für ein Raum ist das? Und ich kann da nicht einfach reinspazieren. Okay. Ich kann ja mal versuchen, das Ding zu hacken. Obwohl, ich habe noch keine Stufe 3, oder? Ach ja, haha. Egal, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich warte mal bis später. Nein, der Türsteher geht also immer aufs Dach zum Rauchen, aber ich kann ja noch mal ein bisschen weiter runtergehen. Vielleicht finde ich hier noch ein paar andere Sachen. Ja, noch mehr Prostituierte, na toll. Oh! Okay, ich habe jetzt ein PDA gefunden. Neuer Bordellcode. Guzi, wir mussten den Code für den Safe im Büro des Chefs ändern. Einer der Damen hat den alten rausgefunden. Frag mich nicht wie. Naja, jedenfalls haben wir ihn geändert. 7657. Schön, dass du das rumliegen lässt, du Idiot. Naja, ihr macht ja nur euren Job und seht dabei gut aus. Macht das mal weiter. Du hast aber ein seltsames Outfit. Sehen so Triadenleute heutzutage aus. Is this your first time here, American? Best girls in the city. Very high class trades. Aha. Ist das so? Wanna party? I can go all night. Nettes Angebot, aber meinen augmentierten Kräften kannst du, glaube ich, nicht standhalten, Baby. Bestimmt hat Ann Jensen jetzt die größte Ausdauer der Welt. Ich meine, wofür lässt man sich nur augmentieren? Für besseren Sex natürlich, ganz klar. Nein, nicht wirklich. Was geht hinter Tür Nummer 2? Wahrscheinlich genau dasselbe wie immer. Einen feuchten Dreck. Oh, hier findet man ja gar nichts in den Räumen. Schade, schade. Naja. Eine Tür haben wir hier noch. Wie sieht's hier aus? Ach, genauso schlecht wie eh und je. Naja. Und die Prostituierten sind nicht so dämlich und lassen hier irgendwie ihre Wertsachen rumliegen. Außer die eine oben auf dem Balkon. Die war ziemlich dämlich. Es geht noch ein Level tiefer. Boah, was ist das für ein großes Hotel bzw. Bordell. Ziemlich groß. I wouldn't go upstairs if I were you. Why not? Wait, don't tell me. May and Edgar going at it again? Yep. And you know what that means. Yep. Edgar in a bad mood. Shame too, because he can be sweet when he wants to. I'm always amazed by what May gets away with. Well, she's earned the right to talk back from time to time. When you've been around as long as she has, you know, she practically ran this place before Chan showed up. I wish she still did. You and me both, girl. Okay. Mit dem Kerl sollte ich auch mal ein Stückchen reden, glaube ich.
Stört das niemanden, dass ich hier drin bin? Tja. Lasst eure Vorräte ruhig mal hier so offen rumliegen. Ist ja eure Schuld. Ah, der Safe. Wie witzig. Ein E-Book. Herzen aus Stahl. Das geht zu weit. Das scheint irgendwie ein Gedicht oder sowas zu sein. Tja, ich habe den Code. 7657. Stört das echt niemanden? Faszinierend. Pistolenmunition und einiges an Credits. Schick, schick. Und ein paar hässliche Schuhe. Naja, die könnt ihr behalten. Edgar Lee, du bist ein Penner. Ja, am liebsten möchte ich eine ballern, aber naja, das dürfte ein paar Leute hier stören. Wow, was ist das denn hier für ein Ort? Lin Fu Ren. You want best in the city? You come to right place. Look on computer and see for yourself. Okay, was verkaufst du denn, mein Freund? Waffen. Gibt's ja nicht. Wow, krass. So Raketen. Schalldämpfer. Auf was passt der eigentlich rauf? Gewehre. Ich glaube, den kaufe ich mal. Den könnte ich ja auf mein, hier, wie heißt es? Auf mein Maschinengewehr könnte ich das packen. Noch ein Schadensupgrade. Ich glaube, jetzt habe ich auch keinen Platz mehr. Ja, ja. Ja, ich habe nicht unendlich Platz hier drin. Okay, Schalldämpfer kombinieren mit, ja, meinem Standardgewehr. Sehr schön. Dann noch das Schadensupgrade. Och, ruhig auf meine Pistole. So langsam ist das Ding aber komplett geupgradet, oder? Das ist echt, da geht echt auch so viel. Wahnsinn. Was hast du denn noch? Ein Zielsuchsystem. Zielsuchende Munition. Flechettes beschreiben eine Flugkurve, um das Ziel zu treffen. Standardgewehr und MP. Tja, her damit. Laserzielsystem. Oh fuck, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich gar nicht kaufen, so ein Mist. Wow, das ist echt alles ganz schön. Naja, brauche ich nicht. Entriegelungssystem, her damit. Oh, da sind noch ein paar mehr gewesen. Sehr cool. Fortune Egg. Ja, ja. Hoffentlich kann ich dieses Lasersuchsystem auch noch woanders ranpacken und nicht nur auf die Pistole. Ja, geht. Und dieses Laserzielsystem, das, darum ging es ja eher. Ja, auch. Boah, ist jetzt auch schon voll die Mörderwaffe geworden. Nicht schlecht, Herr Specht. Schick, schick. Alles klar. Stört dich das gar nicht, dass ich hier hinten so rumlaufe? Wo geht's denn da lang? Wow. Eindeutig die Kanalisation. Das sollte ich mir mal für später merken. Wo geht's denn hier lang? Aha. Ah, sowas wie eine Art Hintereingang. Da will ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht rumlaufen. Nee, nicht wirklich. Ich will lieber ganz oben anfangen, dort wo das Spiel quasi auch angefangen hat. Außerdem muss ich ja noch mit dem einen Typen auf dem Dach reden. Weil sonst verliere ich hier den Überblick, wenn ich jetzt hier einfach irgendeinen Ausgang benutze. Ich will schon ein gewisses System haben in der Tatsache, wie ich mich hier fortbewege. Also, ab aufs Dach. Ist das hier das Dach oder was? Anscheinend. Ah ja, hier. Das sieht mir aus wie ein Dach. Da ist er also. Okay, Kumpel. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen reden. Oh, was für ein Zufall. Ist niemand in der Gegend. Shove off, before I shove you off. I'm here to see you. Uh-huh. What about? Ning. Open the phone book. Plenty of them in there. Your friends are holding her. I can make it worth your while, if you tell me where. Worth my while? Yeah, maybe. Let's see some credits first, the tough guy, and then maybe I'll tell you where to find her. Okay, er ist eindeutig ein Alpha bisher. Ich könnte ihn einfach überreden, das ist bestimmt ein vollkommener Alpha. Besänftigen. I gotta make sure she's okay first. She'll be a lot more valuable to me and you if she's alive and in one piece, if you know what I mean. I get it. Smart businessman you are. Okay, okay. I'll tell you.
They're holding her on a small side street just off the open gutter in the Daigong district. But listen, I didn't say anything, right? Alles klar. Immerhin, wir haben ihn echt dazu gebracht, das zu sagen, ohne was dafür zu bezahlen. Sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen lang. Bäh. Ganz schön eklige Gegend. Echt nicht hübsch hier. Na, bist du jemand Wichtiges? Ne, du stehst hier einfach nur so rum. Boah, diese Stadt ist ja sowas von hässlich. Das ist ja ein reiner Slum. Naja, wer nicht mal den Himmel hat, sondern unter einem riesigen Dach wohnt, ey, das ist doch auch... Final Fantasy 7 pur, wie gesagt. Das war so am Piepen, das war so auffällig. Ihr seid auch nicht wirklich interessant, du wahrscheinlich auch nicht. Nein, war klar. Shuigu Plaza, okay. A little friendly advice. Stay away from the Yuzhou district. Bell Tower has something going on there. Okay, Bell Tower hat irgendwas am Laufen, so, so. Merke ich mir. Wow. Und die Atmosphäre hier ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da haben sie sich echt ganz schön ins Zeug gelegt. Ich habe mir ja auch die Making-of-DVD mal angeschaut letztens und wow. Was für eine Mühe die reingesteckt haben, dieses Spiel. Das ist echt Wahnsinn. Oh. Hier sind lauter so Security-Dinger. Stören sich die Zivilisten, wenn ich da rangehe? Würde mich ja wundern, ne? Ich probiere es einfach mal. Okay, ich könnte dahin und dahin, muss aber eigentlich nur hierhin. Ich kann mich einfach mal dahin juken. Das kriege ich wohl so hin. Shit. Stoppwurm. Ja, Hauptsache, ich schaffe es. Yep. Access granted. Dankeschön. Oh, shit. Warum sind die alle runtergegangen? Die haben das gesehen. Sind die Polizisten jetzt sauer auf mich, wenn die mich sehen? Da muss ich eben rausfinden, bevor... Nö, scheint ja alles gut zu sein. Also wenn es nur solche Leute hier, wie Zivilisten hätten sehen, scheint das keine wirklichen Probleme zu bereiten, immerhin. Kann ich das irgendwie wieder dicht machen? Anscheinend nicht. Egal. Hinter dem Container ist schon mal nichts, da auch nichts. Da auch nicht und dahinter auch nichts. Lauter ein Waffenschrank? Holla, die... Ein Standardgewehr, naja. Und hier ist nochmal Sicherheitsstufe 2. Machen wir das doch mal eben. Ein bisschen Erfahrungspunkte sind immer gut. Da kann ich hin. Und da muss ich eigentlich hin. Okay, das werde ich ja wohl schaffen. 55%. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffe ich doch auch wohl. Netzwerktracing wird verlangsamt. Sehr gut. Alles klar, jetzt aber schnell. Das könnte ich noch schaffen. Yes. Alles geschafft. Was ist denn in dem Safe drin? Revolvermunition und Schrotpatronen. Toll. Dafür so ein Stress. Aber hey, besser als gar nicht. Ich soll mich mal nicht beschweren. Und ein paar Erfahrungspunkte gab es ja auch noch dafür. Mann, das ist ja alles so riesig. Hier kann man sich ja voll schnell verirren. Aber jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt bleibe ich auch hier. Du bist unwichtig. Das hier ist ein Laden. Der ziemlich unbewacht ist. Hey. MP-Munition. Was für ein Verticken. Immerhin. Und ich habe jetzt auch momentan wieder ein bisschen mehr Platz als früher. Jetzt kann ich ruhig ein paar Sachen aufnehmen und die zum Händler schleppen und so. Kann ich ja zwischen den nächsten beiden Parts machen. Hier kann ich wahrscheinlich nicht weiter. Das ist wohl eine Levelbegrenzung. Nein, das ist nicht. Na gut. Gibt's hier hinter was? Nee, aber hier kann ich rein. Und nochmal Reisender. Und Pistolenmunition. Sehr schön. Das war's. Naja. Besser als gar nichts. Habe ich mittlerweile eigentlich zwei oder nur einen Praxispunkt? Oh, zwei, endlich. Kann ich drauf geachtet. Das jetzt kaufen wäre Quatsch, dafür habe ich nicht zwei Punkte abgewartet. Der Malpanzerung, das Taifun-Sprengsystem. Wisst ihr was? Vielleicht brauche ich das mal, dieses Taifun-Sprengsystem. Ich kaufe mir das jetzt einfach mal, oder? Ja, ich weiß nicht so genau.
Der Thermalpanzerung ist ja auch echt nicht verkehrt und hochspringen ist, glaube ich, auch sehr praktisch. Außerdem ist Shanghai so riesig, ich kaufe mir jetzt das Hochspringen. Yeah. Muss ich das aktivieren? Wow. Jetzt kann ich aber mega geil springen, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Das könnte noch sehr praktisch werden. Gerade in so einer verwinkelten Stadt wie der hier. Wo es überall unbewachte Läden gibt anscheinend. Ja, gib mir meinen Reisender-Bonus. Gibt's hier nichts? Nur ein Reisender-Bonus. Oder ich bin blind gewesen. Ist ja auch egal. Ein Zeitungsautomat, eine verschlossene Tür. Und alle... Ja, ist das geil. Das hat Stil. Und findet das keiner komisch? Dass das hier keinen stört. It's me, Mario. Daran musste ich gerade irgendwie denken. Frag mich bloß nicht, wieso. Leider geht ein Doppelsprung nicht, habe ich gerade schon versucht. Mann, das ist riesig hier. Shuttle Station, Medical, Taiyong Medical Shuttle Station. Limb Clinic gibt's da auch. Ah, cool. Ah, direkt hier. Perfekt. Da kriege ich doch bestimmt Praxiskits. Mit Sicherheit. Oh yes, noch mehr Upgrades. Du bist unwichtig. Du auch. Du auch. 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 Alle unwichtig. Sieht echt danach aus. Ja, ich habe schicke Implantate, nicht wahr? Finde ich auch. Hui! Ja, implantieren lassen ist schon so eine Sache. Jetzt weiß ich schon, warum so viele Leute gegen diese ganze Kacke sind. Das ist ja furchtbar. Um hier was zu werden, muss man sich augmentieren lassen. Gott, oh Gott. Jo! Nein. Praxiskit. Zwei Stück gleich. Her damit. You're very welcome, sir. Oh, wie cool. Zwei Praxiskits gleich. Wie geil. Wisst ihr was? Ich denke, ich kaufe mir jetzt dieses Typhoon-Sprengsystem. Jo, das kaufe ich mir jetzt. Bestimmt werde ich es irgendwann mal einsetzen müssen. Tja, ich weiß ja nicht, wie man das einsetzt, aber... Irgendeine der F-Tasten wird es wohl sein. Hier werden wieder Operationen durchgeführt. Hier sollte ich mich auf jeden Fall gut umgucken. Vielleicht lassen sie ja Praxiskits mal so hier rumliegen. Kann ja gut mal sein. Hätte ich auf jeden Fall nichts gegen einzuwenden. Nee, hier schon mal nicht. Dass der Raum unbewacht ist, schon komisch. Hier ist auch nirgendwo etwas. Hier gibt es ja gar nichts zu holen. Das ist doch traurig. Ich will doch mal was hier besorgen. Ach Mann. Na gut, hätten wir das schon mal geklärt. Und raus aus der Klinik. Und was hole ich mir denn als nächstes? Ich bin ja sehr überlegt, der Malpanzerung oder... Ne, das Hacken, glaube ich, sollte ich mal wieder etwas verstärken. Oh ja, ja. Das, als nächstes ist das Hacken dran, ja. Gut, Shuttle Station. Oh, da komme ich gar nicht rein, na toll. Zum Huang Ha Hotel, da komme ich doch, da habe ich doch angefangen, das Spiel. Lecker, lecker! Oh, jetzt habe ich Bock auf... Oh, Chinesisch. So eine leckere Nudelfanne. Mm. Oh, Leute, wäre das lecker. Lecker, lecker, lecker. Ganz ehrlich. Kann ich hier rein oder stört euch das?
Nö, stört keinen. Und ich krieg meinen Reisenderbonus und ein paar Credit Chips. Sehr schön. Warte mal, da lag doch was. Noch ein PDA, okay. Mini-Speichertürcode. Wuh, Alter, der Code für das Depot ist 6830. Aber wenn du drin bist, musst du allein klarkommen. Ich habe keine Ahnung, wie man in den Safe kommt. Das ist Bolays Ding. Fuck, lass mich raten. Der Safe, in dem ich schon drin war. Hört ihr das? Deus Ex-Musik. Ach, immer wieder schön. Da geht es in diesem Yuasao-District, okay? Und da soll ich ja erstmal nicht hin. Wenn ich da erstmal nicht hin muss, gehe ich da auch nicht hin. Oder ist das der Codewaffe hier? Sehr gut. Schnell, bevor es ein Bulle sieht. Ist da ein Sicherheitscode oder Sicherheitsnetz irgendwo? Sieht nicht danach aus. Schickes Radio, Leute. Echt schick. Ihr habt Stil. Ah, da liegt echt was drunter. Ha, dachte ich. Guck mal. PDA. Ja klar, 9900. Lösch die Nachricht, wenn du sie gelesen hast. Geile Sache. Wie simpel war das denn jetzt? Also, dann mal ran an den Safe. 9900. Ein Revolver. Und Munition. Kann ich schön verticken. Autoprogplag. Kein Betreff. Aktivität auf Kanal HKPI festgestellt. Bla bla. Was ist denn das hier? Da wird ja... Da werden Konversationen aufgezeichnet. Ist alles vorbereitet. End. Fast. End. Was soll das heißen? Fast. End. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendersatelliten sind bereit. Wenn wir sie brauchen, ein paar unruhige Wochen. Die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. End. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, wenn etwas mehr Zeit... Nein, mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten wir nicht, er wäre fast fertig? Wartet mal. Das war doch die Konversation ganz am Anfang des Spiels. Genau, die hat jemand aufgezeichnet hier. Aha. Windmill. Hey Hollander, komm vorbei. Du musst die Tranny sehen, die ich geknackt habe. Was? Der Holländer, war das nicht einer von denen, die von Barretts Leuten erwähnt wurde? Heute Nacht mache ich Nuclear Snake alle. Der Sack ist schlau, das muss ich ihm lassen. Kneipe noch glatt einen SHA-5 von Latz. Aber keine Firewall der Welt kann Windmill aussperren. Und das hier ist noch was. Seraph HQ, Sam, Admin Building, wow. What the fuck? Das ist voll das Überwachungssystem hier. Ist das keine Information für Seraph oder Pritchard vielleicht? Hm. Was wir noch mehr hier in der Stadt finden werden, das erfahren wir gemeinsam am nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deus Ex Human Revolution. Mein Name ist Alex, bis dann!